Ich meine, tragt mal so einen Stein, den ihr nicht mal komplett umschließen könnt mit euren Armen. Also, na gut. Alter, geht das fix. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht. Da reiße ich einmal wieder ab. Da kann ich davon auch einen abreißen. Das reicht ja dann. So. Aber dass ich hier gar nichts für Nahrung machen kann, wundert mich. Ja, bleibt's halt gleich. Kann ich aufsteigen? Nein. Ich kann echt nichts bauen, gell? Kann noch ein Kornbecher bauen. Wir haben dieses Gebäude bereits platziert, mein Herr. Okay, ich kann nicht nochmal einbauen. Ah, ist fertig. Oder? Ist jetzt nicht hier. Oh, oh. Kriegsmönche. Was haben die denn da? Fackelzug oder was? Oh, das sind so, ich weiß nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall so komische Stäbchen da, womit die Taekwondo machen, Junge. Taekwondo, Junge. Ah, Jutsu, bist du scheiße. Wenn du richtig mit dem Nunchaku kämpfen willst, dann musst du Taekwondo machen, Junge. Geilen Shot, pass auf. Wenn die gleich durchlaufen, so. Oh. Danke, junger Matthew. Jetzt können die Brüder mit ihrer Suche beginnen und ich kann mich wieder meinen Pflichten widmen. Mist ihn der Vögel. Oh, und hier sind auch die versprochenen Schafe. danke, Bruder Jakob. Ich werde Sir William Mitteilung machen. Großartig. Was soll ich mit Schafen? Jedem ein Schwert geben und sie in die Schlacht schicken? Ah, geil. Oh, oh, oh. Was gibt es, Barclay? Jemand war in meiner Burg. Ich dachte, ihr solltet das wissen. Wer war es? Es waren zwei. Den Jüngeren kenne ich nicht, aber der andere? Ja, wer war der andere? Aus der Distanz sah er aus wie ihr, Devereaux. Wie interessant. Ich habe sie aufgespürt. Ich dachte, dass ihr euch um sie kümmern könntet. Das könnte ich, aber warum geben wir nicht unserem Freund Olaf noch einen prallen Beutel Gold? Gute Idee. Mein Bruder lebt also noch. Devereux, der Falke. Ich habe eine französische Accent, ich bin Franzose. Ich habe gesiegt, ist eine kleine Hund, ist eine kleine Kock, er hat eine große Kock, ist eine Elefantenfußpferd, Pferd mit der Elefantenfuß, Pamplemousse, Pamplemousse, no, nächste Mission. Ich sehe, dass ihr euch gut eingelebt habt, Master Steel. Wenn ihr Nahrung benötigt, nicht weit von unserem Kloster ist eine Wiese, die ideal für die Hasenjagd ist. Ihr seid jederzeit eingeladen, denn die Biester sind eine wahre Plage. Danke, Bruder. Ich werde einige Jäger entsenden. Sir William hat eine Botschaft gesandt. Er verhandelt mit flämischen Händlern über eine Kompanie Bogenschützen. Die Flamen benötigen warme Kleidung für ihren kalten Winter, für die ich sorgen soll. Sir William hat gebeten, dass ich sofort mit der Produktion beginne. Okay, Aufgabe erwerbt 15 Stoff oder euer Booker stirbt. Naja, bei der Stoffproduktion soll man wohl nicht sterben müssen. So. Ja, Nahrung. Jägerstand. Go, go. Sammelt Nahrung. Wir brauchen nochmal ein Haus, denke ich. Devereaux.
unten nochmal Woody Woodpecker. Damit wir more Troops schaffen können. Sind die Jäger eigentlich so schlau und gehen jetzt darüber jagen, oder? Okay, die schießen Vögel. Was sind das? Tauben? Wahrscheinlich Tauben, ha? Sieht so aus. It looks like it is a taub. Is it taub? No. It is not taub. Okay, jetzt lass ich gerade mal überlegen. Ich glaube nämlich, dass die Weberei sich die Schafswolle dann immer da rausholt. Da würde ich sagen, machen wir mal so. Da haben die nämlich möglichst kurze Wege und das geht umso schneller. Faster, faster. Das sind ja ganz schön viele Hasen. Ist hier sonst nichts? No. No, it is not. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass nachher noch halt eben hier ein Angriff kommt. Deswegen brauchen wir die Bogenschützen. Die Bogenschützen. Und dementsprechend eben auch. Brauchen wir eigentlich... Ich glaube, wir brauchen überhaupt keinen Stein, oder? Ich fahre mal hier die Production ein bisschen down. Muss Downsizing betrieben werden bei uns. Ich stelle da noch so ein Ding hin. Und dann noch eine Weberei. Und dann noch eine Schafzucht. Und dann noch eine Weberei. Und dann ist auch gut. Devro, Pascal Devro, ich bin der Falke. Und das immer wieder, das ist immer wieder, wie unlogisch das Spiel ist. Da liegt doch Stoff. Da liegt er noch. Nimm ihn! Nimm ihn! Aber nein. Schaf. Flauschi. Und Minty. Ihr werdet alle noch geschlachtet. Sonst kann ich nichts bauen, oder? Haus. Nix. 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 Nein. Ist ja Pille-Palle. Palim, Palim, Palim. Ich hab noch null. Ja, da oben sieht man es auch, okay. Palim, Palim, Palim. Pampa. Oh. Pampelmus. Was kann man hier so gucken? Das Volk liebt euch, Sire. That's what I wanna hear, bitch. Was, Nahrung? Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige, mein Herr. Arschlecken. Bei mir muss niemand hungern. Wir brauchen Holz, my Lord. Wir brauchen Holz, my Lord. Besorgt mir Holz. Ihr elenden Bauern. Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Soll ich noch eine beschweren, dass ihr nichts zu essen beikommt? Ihr Fickerst. Darf man sagen? Naja, ist ja YouTube. Vergaß. Vielleicht soll ich schon mal ein Haus bauen. Auf der anderen Seite. Ich habe gerade eigentlich genug. Ich habe alles besetzt. Ich brauche nichts. Oh, jetzt. Jetzt geht's los. Ging der Lappen dann eben schon? Warum hatte ich eben die ganze Zeit 10 Frames und jetzt 40? Oh mein Gott, it's so mysterious. Elefantenfußpferd. Alter, das sieht ganz schön krank aus. Sieht ja aus wie Pinocchio. Was hat denn der für ein Gesicht? Ist ja voll schwarz. Ist ja ekelhaft. Wo will der hin? In den Baum. Stimmt, ist ja auch ein... Okay, ich bin dumm. Eure Rationen sind in Ordnung. Aber das ist doch schon alles. Nicht gut, nicht schlecht, nur in Ordnung. Ach ja?